Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Der Kreuzzug gegen die Walachei wurde angeleiert in aller Kürze, in aller Schnelle. Danach gehen wir nach Bulgarien und werden das ein bisschen erobern wahrscheinlich, weil die auch nicht mehr so stark sind. Wir müssen Gebiete gut machen. Die gebe ich dann meinen Untertanen hier weiter, also meinen Söhnen und Töchtern, dann muss ich meine Familie ein bisschen spreaden. Ach, da unten sitzt jetzt der Basileus. Mein Gott, da wäre ich nie drauf gekommen. Was denn? Der sitzt am, Ach, was zur Hölle? Genau. Ein Abessina. Was? Da unten. Was? Konstantinopel ist nicht mehr die Hauptstadt. Ja, nein. Euer Reich wird von einem Externen regiert. Wo ist der Basileus? Unten, Abessinia, der ist in der Nähe da, hier. Ja, bei den Piraten. Arabische Halbinsel und dann gegenüber. What the fuck? Stimmt's? Wir haben sie da nach unten gelegt. What the fuck? Ja, wahrscheinlich, weil der Sohn, der es jetzt geerbt hatte, hat da wahrscheinlich vom Vater sein eigenes Reich bekommen. Und natürlich geht die Hauptstadt dahin, wo. Ja, das ist. Da bin ich mal gespannt, wie lange es das Byzantinische Reich noch gibt, wenn die so hier wirtschaften. Ich dachte, Europa ist die Scheiße, der ist am Arsch der Welt. Ja, aber ja. Ich meine, es ist ja, wenn da Stabilität nicht abgetan ist, dann weiß ich ja nicht. Ich glaube, das Byzantinische Reich wird Schwierigkeiten bekommen. Aber habt ihr euch beim byzantinischen Herrscher mal die Frau angeguckt? Nee. Nee? Die ist ein bisschen eingekerkert, oder? Gefängnis von Emir Jabba, was ist ja. Also da läuft's erobert gut. Worden. So viel zu unserer Idee, Herr. Ja, das werden wir schon schauen. Ich glaube, die ganzen arabischen Clans und Stämme. Herr Prime, wollen Sie nicht konventieren? Was? Der Super-GAU wäre natürlich. Wollen Sie nicht konventieren? Nein. Der Super-GAU wäre natürlich, wenn es die arabischen Stämme schaffen, tatsächlich Byzanz zu erobern. Das wäre super schlecht. Das wäre super schlecht für alle. Ja, definitiv. Also, dann können wir da Kreuzzüge führen. Ja, das Byzantinische Reich garantiert quasi, das ist das Schild gegen den Islam im Osten. Da, wo Spanien versagt hat. Hayastan hat schon zwei große Ländereien innerhalb des Byzantinischen Reiches. Ja. Nein, er hat nicht versagt. Es gibt ein kleines Dorf da oben in der Ecke, das hält immer noch Widerstand. Also noch hält Asturien stand. Ja, noch schon. Wenn er braucht es aber die Unterstützung wahrscheinlich. Die Katholiken sind doch noch nicht selbst der Nächste. Ja, wir werden sehen. Ja, wenn das kein Fehler war, hier die Hauptstadt nach unten zu verlegen, dann. Vielleicht blüht auch Byzanz da unten auf und. Vielleicht, und erobert da alles. Ja? Doch, okay, aber da müssen wir hier die Grenzen schützen, wie es aussieht. Ja, wir werden sehen. Dazu seid ihr ja wohl mehr als fähig, mein Herr. Sparta und Sizilien werden ihr Bestes geben. Militärische Stärke ist momentan geschrumpft, aus Kostengründen. Ja. Gibt's da schon Sparmaßnahmen? Ja, immer. Man muss immer schauen, wo man bleibt. Dann beenden wir diesen einen Krieg. Oh, endlich beginnen die Eroberungen hier. Körper hat das Spiel verlassen schon wieder. Oh. Irgendwer hat schon wieder das Spiel verlassen. Ich hab's nicht gelesen. Wieder war ja. Ich hab aber wieder ein Pop-Up-Fenster gehabt. Also Ingame. Okay. Oh, herzlichen Glückwunsch an Bern. Ja. Nun unabhängig. Und ein Herzogtum von Bern, das ist von Burgund abgespaltet. Burgund ist nur noch ein Fetzen. War ja quasi auch schon ganz Burgund. Quasi. Hat sich wie ein Tumor im Körper von Burgund ausgebreitet. Herzog Popo. Ich fasse das mal als Kompliment auf. Natürlich. Der Herr von Sparta. Natürlich. Das machen wir genau. Aus dem Haus Geroldonen durch Eisen statt Gold. Herzog Popo von Bern.
Aber mit Popo wird nicht besser. Hier noch ein Stein im Namen, das ist Bernstein-Popo. Wäre das denn zu bevorzugen? Popos immer. Bernstein-Popo ist netter als Bären-Popo. Aber ich kann mich auch nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich trage jetzt seit kurzem eine Eisenmaske. Oh. Nicht das Bernstein? Verletzung oder Krankheit? Krankheit. Oh, die Pest? Nö. Nein. Oh, Aussatz. Nö, entstellt? Ne, Aussatz? Ich trage immer keine entstellt. Maske. Entstellt. Entstellt. Ich hatte eine Kriegsverletzung und die wurde falsch behandelt von meiner Nichte. Ach so. Aber er hat Schweiß, weil er Gestank hatte. Der König von England. Riecht ja, weil ich Athlet bin. Ich mache dann Sport, um mich zu entspannen. Dann rieche ich komisch. Hierbei ist wieder da. So kann man das natürlich auch sagen. Ja. Auch Sport. Athlet bin, dann mache ich Sport und rieche komisch. Also die polnischen Truppen nehmen erstmal Bodrog an. Ja, ja. Alles einmal erobern und aus. Ich meine natürlich plündern. Ach, scheiße, ich meine natürlich. Ihr wisst, was ich meine. Das ist der Feind. Nee, mach weiter. Was denn? Herzen von Bayern, haben Sie das Geschenk gesehen, was ich Ihnen geschickt habe? Nochmal, warte mal ganz kurz. König von England? Ja. Der Verbündete, also mein Verbündeter, Republik von Kent, ruft mich gerade in den Krieg gegen Wessex und Derby. Meine Vasallen führen also Krieg. Das könnte durchaus sein. Quasi. Nimm mal an. Geschenkt. Die 200 Gold, die ich Ihnen geschickt habe. Oh, da verschenkt jemand Gold. Gold. Sind angekommen, ja. Aber warum? Ich wollte nur fragen, ob alles gegen wen führen wir? Wen Weg führt es gegen wen in Krieg, wenn ich frage, ne? Weiß nicht, ich habe gar nicht genug. Kent gegen... Hacki. Oh, okay. Ja, Kent ist mir eh zu groß. Ja, aber Kent ist mein Verbündeter. Hm? Gehen Sie da oben nach... Deswegen unterstütze ich mein Verbündeten. Ja, ich versuche den König zu erwischen. Ja, da bin ich gerade auch auf dem Weg hin. Kann froh da sein. Ich habe noch mit Truppen ab. Die letzten zwei. Hey, Pitz, kannst Pitz sein, ist wieder. Warum nehme ich nichts ein beim Gegner, wenn ich fragen darf? Ach, weil es keine Burg ist, okay. Frage gelöst. Pitz ist wieder Hauptstadt des. Oh, das reicht. Sehr gut. Ah, schlaue Entscheidung, ja. Wer hat wen ermordet? Nein, hat die Hauptstadt nochmal. Verlegt. Die Hauptstadt verlegt. Wahrscheinlich wurde sie doch zu brenzlig da unten. Ja, alle wollen da, die Armenier und die Äthiopier, die wollen alle unabhängig sein da unten. Das ist das Problem. Herr Bayer, haben Sie, also Herr Herzog von Bayern, haben Sie die Idee, den König festzunehmen, um dann das zu machen, was Sie machen wollten? Ich habe Ihnen Können Sie sich deutlich ausdrücken? Also ich habe Ihnen ja in der letzten Unterhaltung etwas gesagt, was ich machen könnte. Und ja. Da ging das ja nicht durch einen bestimmten Grund. Und sollte dieser Grund halt von der Bildfläche fürs Erste verschwinden, können wir dies durchziehen, oder? Ich kann ihn ja nicht umbringen. Ja, aber ich könnte das andere machen. Ja, aber das bringt ja dann nichts. Könnt ihr diese halbkryptischen Gespräche vielleicht in eurem Schlafgemach führen. Ja, das ist jetzt weibische Getue hier. Ja. Möchten Sie vielleicht... Ich möchte aber warnen, König von Bayern. Der Herzog von Bayern ist ein hinterlistiger Hund und des Brudermords überführt. Welcher Brudermord denn? Ich möchte nur an eine andere Realität erinnern, in dem das großartige Königreich Österreich-Ungarn erdolcht worden ist von preußischer Hinterhältigkeit. Wir hätten die Welt regieren können. Was sind das für Fantasiebücher, die der Dux da liest? Ein gemeinsamer Traum war das, aber der Traum wurde erdolcht. Der Titel ist der doppelte Durchstoß. Ganz genau. Können wir auf zwei machen? Oder? Ja, gerne. Oh. Gerne. Ja, ja. Dass sie ein bisschen vorangeht. Sehr lesenswert, sehr unterhaltsam. Naja, stimmt's. Gutem Ausgang. Von dem polnischen Herrscher
Ja, bitte. Ich würde es bevorzugen, aber wenn keine polnischen Truppen in England landen, bei meinem Vasallenkrieg. Der polnische Herrscher kämpft großartig in der Walachei. Genau. Und wo was? Ich hab doch gerade gesagt, ich schicke meine Truppen zu Hilfe, Kenz. Ich hab dich gefragt, sonst hätte ich gar nicht zugesagt. Ach, komm schon. Ich hab dir genau beschrieben, was passiert. Wer meine Hilfe gegen wen möchte. Hast du gesagt, ist okay. Willst du ihn ja so unterstützen? Nein, alles gut. Wenn du sagst, du willst keine polnische Truppe auf englischem Boden, ist in Ordnung. Aber ich habe vorher gefragt. Ja. Aber du kannst ja zustimmen, dass du den Krieg beitrittst, aber ohne dass du handelst. Ist ja richtig. Aber ist das nicht unehrenhaft? Ja, die Truppen sind doch gebunden in der Walachei, denke ich. Ja, der polnische König hat ganz viele Schwerter, die für ihn kämpfen. Der polnische König hat mehrere Armeen zur Verfügung stehen. Oh, das ist übrigens das Bündnis der drei Könige, möchte ich einmal anmerken. Ich liebe diese epischen Titel. Nun gut. Polnische Truppen sind wieder zurück auf polnischem Boden. Naja, fast. Ist der Krieg in der Walachei schon zu Ende? Nein, der wird lange dauern. Der wird noch dauern. Dann muss man das genießen hier. Also der König von der Walachei ist ja auch ganz schön dick. Der Schwede. Ja, ein mutiger, furchtloser Kämpfer. Mit Liebesbläschen. Und liederlich. Also er stoßt sich seine Hörner gern überall ab. Auch am Kopf seiner Frau, wie es aussieht, weil die schlecht ist. Die hat bestimmt mal wieder Worte gegeben. Ja. Du fettes Schwein, Finger weg von meiner Zofe. Der hat gesagt, ich nehme mir, was mir gefällt. Wunderbar. Nehmen wir an, Prinz Leofwald, Alfredo Sonnen von England, möchte nicht matrilinär heiraten, ne? Gratuliere den Despoten in Sparta zum nächsten Geburtstag. Er ist schon verheiratet. Dankeschön. Euer Ratsmitglied. Aber er ist gebrechlich, Wie der schon verheiratet? Der stand mir zur Auswahl. Kaum noch in der Lage auf, außer etwas auf den Tod zu warten. Der Name? Prinz Alfred Ruppeldi Zuppeldi. Alfred grenzt es ja schon mal ein bisschen ein. Prinz Leopold Magnusson war es nicht. Welcher war anders? Prinz Leopold Alfredson von England, 42 Jahre alt, Haus Wessex. Bager von mir, übrigens. Solange ihr denn keinen Anspruch auf englische Länder hegt? Nö, es wäre ja matrilinär. Also die Kinder werden ja im Haus Polen geboren. Aber ist egal, ist jetzt vorbei. Also ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe mich für einen Italiener entschieden. Oh, gute Wahl. Oh, meine Ratsmitglieder sterben momentan schneller, als ich sie zuweisen kann. So, Batsch wurde schon mal erobert von dem polnischen Heer. Ja, wunderbar. Jetzt kommt Budrock dran. Oh, in einem Jahr werde ich sterben. Mein Beileid. Lang ersehnt, oder nicht? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, oder wie war das? Ey, lang liebe der Herrscher, oder wie? Lang ersehnt war es jetzt nicht, aber... Es ist Zeit. Es ist Zeit, das stimmt. Zur Ruhe, zur Betten. Das klingt so endgültig. So. Auch Sparta hat Pristina erobert. Möchte,
Ich möchte nur eins sagen, ne? Der aktuelle Herrscher von Großmähren ist aus dem Haus Wessex. Falls es noch niemandem aufgefallen ist. Doch. Also, Oha. Mir ist aufgefallen, dass er das werden konnte. Das... Aha. König Wulfhelm Atoni... Was? Antonius. Nee, Atoni... Atoni Nuson. Atoni Nuson. Das andere klang besser. Ja. Dein Bruder, oder was? Neffe. 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 Deswegen ist meine Hofärztin auch weg, weil die mit ihm abgezogen ist. Deswegen habe ich jetzt eine Eisenmaske im Gesicht. Danke. Hättest du das Krieg. Verbieten sollen. Krache. Krieg. Krache. Ich höre Krieg. Krache. Neffe, Neffe. Ist das überhaupt Verwandtschaft? Doch, doch. So ist es, knappe Tomoja, so ist es. Das hat. Also das hat der englische Herrscher auch nicht mitbekommen. Krieg erklärt. Genau. Die Baronie von Vrbosna ist auch gleich erobert worden. Na, ja, Festung von Nice ebenfalls. Adela. Das ist ja schön. Ah, Stück für Stück, wie gesagt. Als nächstes geht das in die Baronie von. Kann ich nicht aussprechen. Ingold. Könnte ich einmal mit dem Herzog von Bern sprechen? Ja. Soll ich euch verschieben? Von schon getappt. Ich muss bloß mal einmal eben kurz gucken. Wo ist er denn? Könnten wir auf 1 gehen? Da ist er. Oh, oh ja. Natürlich. Natürlich können wir das. Oh, da kommt das Herz zu Schlacht. 3 Gold brauche ich noch. Jetzt 3 Gold brauchen sie noch. Für was? Damit der Gast ein deutlich besserer Befehlshaber an meinen Hof kommt. Ah, in meiner Armee, da kümmere ich mich dann später drum. Deine Religionskrieg hier wird vom Landvolk geführt. Ich führe gerade nämlich gegen 6000 Leute Krieg, weil mir ein Schotte den Krieg erklärt hat. Oha. Alba? Werden polnische Klingen gebraucht. Ich könnte 2000 Mann noch entbehren. Oh. Wir sind leider nicht mehr verbündet. Wie kommt das denn? Deine Frau ist gestorben. Meine Schwester. Ich könnte da aber einen Kriegsbeitritt anbieten. Das nehme ich auf jeden Fall an. Ja, also polnische Truppen sind sehr gerne auf englischem Boden gesehen. Jetzt auf einmal schon wieder, ne? So ach, schnell scheiße, ändert sich das. Er ist nicht mein Verbündeter, das geht nicht. Scheiße. Ja. Doch nicht. Ja, doch nicht, tatsächlich. Ich hab auch keine Verbündeten. Also, ja, Verbündeten sind sowieso doof. Die meisten. Aber pass auf. Kann man, glaube ich, sehr schnell ändern. Na, ich habe ja schon geguckt, ob ich mich irgendwie bei dir einheiraten kann, aber wir sind alle verwandt. Das ist Rody. Eieiei. Wir werden alle inzüchtig sonst. Was? Wo? Wieso ist Rody Haus Wessex? Weil ich mit Rowdy auch schon komponiert habe. Alles, alle Auslösung. Das ist so übel. Oh, Gott sei Dank hast du noch einen Sohn geschenkt bekommen. Ah, das ist Rowdy, okay. Ja. Aus Wessex. Das entscheidest nicht du. Das heißt, das wird uns nicht viel bringen. Deutlich besser. Problem ist, wir machen minus 19%, weil der Verteidiger Kriegsziel kontrolliert. Aber ist Kriegsziel die Hauptstadt? Das könnte Wolfgang entscheiden, ja. Kriegsziel. Habt ihr mal einen Vorschlag hingeschickt, Wolfgang? Exkommunikationskrieg. Da müssen wir alles rauben, wahrscheinlich. Meistens auch Hauptstadt, ja. Wenn die Hauptstadt zählt, auf jeden Fall als Hauptkriegsziel dann. Sehr gut. Dann Kriegsbeitritt. Juhu! Immer noch. Kann ich immer noch nicht. Wir sind immer noch nicht verbündet. What the fuck? Polnische Truppen müssen weiterziehen. Und kommt doch trotzdem nach England. Ist gerade September. Genieß den Regen. Wieso sind wir noch nicht verbündet? Weil der Kleine zu klein ist anscheinend. Huh? Scheiße. Oder die Kleine. Ach Gott. So, dann können wir ja auch gleich sonst, wenn dann nämlich der Despot von Sparta abgedankt hat, in Sonnewandermacht, dann können wir auch meinen Spieler eben verheiraten.
und eurer Tochter. Ja, ja, das wird dann möglich sein. Da müssen wir. Ja. Ja, wenn ihr den linken Teil der Walachei nehmt, nehme ich da Galfat, gehe ich nach rechts rüber hier. Habe ich es am schnellsten. Genau, hier sind dann vielleicht weiter noch ein Belgrad und so, nehme ich noch gleich ein. Übrigens, Kent hat den Krieg gewonnen, so wie es scheint. Mhm. Ja, diese Vasallenkriege sind lästig. Ja, mein Vasall wird mir zu stark. Das Geile ist, ich habe 3500 Templer-Truppen und ich kann sie nicht in den Krieg rufen, weil es ja Katholiken sind, gegen die ich führe. Oder die mir in den Krieg erklärt haben. Templer sind schon geile Schweine, ne? Ist der Hammer. Kann ich nur empfehlen, so ein Ritterorden ist schon... Nicht auf meinem Land. Ich habe Angst, dass sie zu mächtig und zu reich werden und dann versuchen, mich und den Papst zu stürzen. Da muss ich ein Komplott gegen sie arrangieren, um meine Interessen zu wahren. Behauptet doch einfach, das sind alles, was haben sie gesagt? Ketzer und Homosexuelle. Genau, Ketzer und Homosexuelle. Und dann ist der Rollenköpfe und dann fertig. In einer Nacht. Ich will nichts sagen, ne? Aber der Fortschritt ging über eine Haltung runter. Ne? Ja, das ist, weil wir nicht die Hauptstadt angegriffen haben. Aber es ist kein Problem. Ja, ist alles gut. Noch. Wir wollen ja nicht 100% direkt schon. Wir wollen einmal Kultur in die Walachei bringen, von der sie sich nicht mehr so schnell erholt. Meine polnischen Soldaten zeugen schon fleißig Kinder in der Walachei. So war das nicht gemeint. Aus Wessex hält sich jetzt bedeckt. Ich weiß nicht, mit wem ich da noch nicht verwandt bin in Europa. Baki, wir sind nicht mehr verbündet. Was machen wir da jetzt? Ja, ich habe schon, wie gesagt, wir haben schon diese eine Dingsbums gemacht, aber es hat es ja nicht gebracht. Halte mich übrigens für verrückt, aber seit ich Tugendheld bin, in der Frömmigkeit rückt der Papst viel schneller Kohle raus. Das kann gut sein. Aber seid ihr nicht nur aufopferungsvoll und nicht Tugendheld? Stimmt, ich bin aufopferungsvoll. Tugendheld ist das Nächste. Naja, ne? Je schneller man Frömmigkeit bekommt, umso schneller rückt er auch. Ach ja, ja. Kontrolle über das Land, ey. Das ist echt... Aber es ist ja kein Papst, es ist doch ein... Patriarch. Ja, ja, das ist dasselbe, ja, diese. Nein! Gute Mann ist 81, uiuiui. Ich meine, besitzt du oder was? Rind gehört mir, aber das nicht. Ist das ein Glaubenskrieg gegen die Walachei? Ja. Das ist Kommunikationskrieg. Ganz genau. Achso, dann. Dann werden keine Ländereien übereignet, ne? Nee, also keine Angst, ich werde nicht zu stark. Ist nur für Ruhm und... Na, nee, ich wollte nur wissen. Wäre eigentlich sinnig gewesen, eigentlich kein Exkommunikationskrieg. Für Ruhm und Ehre ist es. Das heißt, der andere Papst, der Schattenpapst, der schuldet an Polen etwas, finde ich gut. Der Schattenpapst. Der richtige Papst. So ist es. Gibt doch nur einen Papst. Papst, Patriarch, wie gesagt, Polen ist jetzt zwar katholisch, aber Polen muss das Kräftegleichgewicht wahren zwischen dem katholischen Westen, die müssen sich um die Umayyaden kümmern, und dem orthodoxen Osten, die müssen sich um die Abbasiden kümmern. Und Polen muss quasi überall einspringen. Ja, dafür ist Polen noch nicht groß genug. Und den Vorsprung der Slowanskianer verhindern. Oh mein Gott, ich sehe gerade, ein Unabhängigkeitskrieg herrscht in Litauen. Ja, da verliert der polnische König gleich einen Lusttropfen in seine Unterhose. Wieder nassen Schlüpper. Übrigens, meine Wunde ist verheilt, Gott sei Dank. Gut, dass die Nordmänner zerstritten sind und wieder in Schweden und Samische zerfallen sind, ansonsten hätte es... schwierig werden können. Ganz Europa ist auch nur in Zucht, ja. Ich war da nicht. Also spart da nicht. Tatsächlich, wie viele Häuser habe ich in meiner Blutlinie? Das ist doch erstmal eine gute Frage. Mein Erbe ist von meinem Haus. Hoffentlich. Warum ist die Frau von meinem Erben eigentlich in Gefangenschaft? Vielleicht ist sie mit einem meiner Vasallen verheiratet.
Oder aus der Familie. Oh, ich bin gestorben. Oh. Exkommunikationskrieg ist vorbei. Annulliert, jawohl. Nein. Vorbei mit dem Plündern und Rauben. Ah, jetzt wo es gerade lustig geworden ist. Wird der Krieg aber zu eurer Belustigung? Nein, niemals. dann direkt einmal. Suche ich jetzt schon die Entscheidungsschlacht? Das könnte interessant werden. Das könnte eine interessante Zeiten werden hier in Osteuropa. Ach, Weib, hilf mir. Was? Ah. Einen fallen gelassenen Anspruch kann man nicht wieder auferleben, oder? Doch, aber da musst du zuerst um den Anspruch kämpfen, glaube ich, und dann kannst du ihn erst durchsetzen, wenn es mich nicht täuscht. Okay. Also, muss aber schauen. Da fehlt mir die Erfahrung. Das ist... Nee, ich frage nur für einen Freund. Nee, rein Risse halber nur, weil Großmähren, also der Herrscher von Großmähren, hat sehr viele fallen gelassene Ansprüche, unter anderem auch den von Königreich von England. Aber wie, also Österreich und Italien, da hast du jetzt quasi als direkte Vasallen dazu bekommen, oder? Wer? Der König von Bayern. Ah. Wetter Despot? Ja. Ist es denn jetzt gestattet, dass mein Prinz Ademar die Prinzessin Eunike zumindest verlobt schon mal? Moment, ich muss mich kurz um die Melissa kümmern und dann. Es ist momentan gerade ein bisschen schnell, es hat einiges geändert. Das ist nicht die Intelligente, das ist die Schlaue. Ja, hat denn der spartanische König noch eine intelligente Tochter zum Anbieten? Können wir wieder auf 2 machen oder ist 1 noch bevorzugt? Nee, 1 ist noch, ich möchte gerne noch bei 1 bleiben. Ja, ja. Weil der Krieg ist hier auf Messerschneide. Ich habe 100 Mann mehr als er. Ich hätte jetzt fast den Indolf Mosimus geheiratet hier, fällt mir auf. Wäre nicht der Richtige gewesen. Ich habe die Verlöbnis schon offen, ich brauche nur noch abschicken. Nee, Moment. Wenn es darum geht. Da war jemand anderes. Da. So, wir verziehen uns in unseren Konferenzraum, ja. Dann stören wir hier nicht die werten Herren. Sehr gerne. Da, also welche meiner Töchter geht es? Mit meinem Prinzen Ademar, meinen Sohn, mit Spielererben verloben. Schon mal. Das ist Prinzip, nicht Prinzessin Melissa, ne, sondern... Der Eunike, das ist die Schlaue, die 17-Jährige. Ja, das ist okay. Sehr gut. Bündnis habe ich ja auch schon direkt angefragt, gehabt ja. Wieder. Problem ist, dann haben wir schöne Menschen, das ist gut. Da brauche ich für meinen Prinzen jetzt einiges. So, mein jetziger Spielererbe jetzt, also Prinz Ademar, der geht ja auch auf Diplomatie. Wird er gut ausgebildet. Der Hauptzug war sogar ganz okay. Ich habe aber 40 Goldstücke konnte ich plündern und dann habe ich sogar noch durch 2 Gefangene auch nochmal 60 Goldstücke machen können. Oh ja, das ist nicht schlecht. Das lässt sich definitiv mit leben, ja. Ach, deswegen sind Kriege sind ja auch relativ angenehm, was das betrifft. Vor allem, wenn es so ein Krieg ist, der egal ist, ob man jetzt gewinnt oder verliert, dann... Ich habe echt kaum Truppen, das ist ärgerlich. Ich habe so wenig Truppen nur. Mir so wenig selber nur gehört, sondern so für meinen Vasallen und die nicht so viel abdrücken. Eine Amazone, Herkules, Anziehung, gewaltiger Bonus, eine Katalanin, die werde ich mal mit meinem Sohn verheiraten. Eine Amazone? Ja. Von den Amazonen sagt man ja auch, dass sie lange... Ja, eben. ...lange leben. Ja, Anspannung ist mir jetzt egal, weil ich muss sogar angespannt sein, Selbstmordversuch unternehmen. Sehr gut, kann ich bald machen.
Ja, ich habe eine... alles vorbereitet für... Mein Gott. Jetzt geht's richtig rund. Jetzt geht es richtig rund. Ich kriege nämlich Cash ohne Ende. Also jetzt geht's, jetzt beginnt. Wieso Cash ohne Ende? Hallo, ich will auch Cash ohne Ende. Macht 10? Das? Ja, ganz genau. Was? Jetzt wird meine Hauptstadt ausgebaut. Eine ausgezeichnete Verwaltung ist und dann auch noch alle 8 Domänen selber gehalten werden können. Ganz genau, ja. Wow. Wow, und ich sitze hier mit 2 und kann, weil der Rest alles meinen Vasallen gehört. Eieiei. Jetzt gibt's hier... Ich glaube, ich mache Hügelfestung, damit da mehr Garnison reinkommt, damit meine Hauptstadt... Hügelfestung und wenn es geht, Höfe und Felder, das sind so die... Oder einmal die Befestigung und einmal Höfe und Felder, das ist das mir Wichtigste, finde ich. Ja, ich habe Kasernen etc. habe ich auch reingebaut. Ich brauche Truppen. Ja, ich baue Fischereihäfen sind voll gut, finde ich. Ich brauche Steuern gerade erstmal. Wobei eigentlich... Kommt auch an, was man will. Also Höfe und Felder finde ich immer praktisch, immer wegen Steuern und weil sie die Versorgung in den Gebieten erhöhen. Ja. Handelshafen ist gut für die Entwicklung. Und wenn man natürlich sowas anbauen kann wie Anwesen, sprich Herrenhäuser, ist natürlich sowieso besser, weil das natürlich extrem gut ist. Ja, das stimmt. Das können ja nicht überall. Aber da ist leider noch nichts erforscht worden in der griechischen... Herrenhäuser, es kommt immer auf die Region noch an. Herrenhäuser können auch von Anfang an gebaut werden. Es kommt nur auf die Region noch an. Ich brauche unbedingt Wurst, dann kann ich so ein Lustschlösser oder Steueramtsstuben oder sowas machen. Oh ja, ja, genau. Was ist da eigentlich denn so das Beste? Das kommt drauf an. Zum Beispiel in meiner Hauptprovinz, die ich immer halten werde. Sozusagen, man selber erzählt immer nur das eine Fürstengebäude. Man selber kann ja nicht mehrere Fürstengebäude halten, muss man schon mal direkt sagen. Ja, aber es geht für jedes Herzogtum, kann man ein Fürstengebäude bauen, oder? Genau. Das, was man selber erhält, was würdet ihr da einbauen? Ich würde immer königliche Rüstkammern bauen. Königliche Rüstkammern, weil, Aufgeburtsgröße aus diesem Herzogtum. Genau, plus 20%. Und da muss man halt schauen, dass man dieses Herzogtum komplett hält. Dann natürlich mit Armeelager und... Ganz genau, eben. Das ist der Plan. Und den Rest gebe ich an meine Familien ab. Und schaue dann, es ist mit dem Cash natürlich nicht so prall, aber ich habe auch Handelshafen oder Fischereihafen und Höfe habe ich auch mit drin. Also ich sag mal, es kommt drauf an, wenn ich jetzt sowas halte wie jetzt als Beispiel Rom, wo ich habe das Kolosseum habe und einen Fürstentumsplatz, da würde ich sogar sagen, könnte es sogar nützlich sein, hier Marken aufzubauen. Ja, Marken ist auch gut, ja. Bei sowas, wenn man sowas nicht hat, Belagerungswerke finde ich auch stark. Ja, gut, das geht. Ja, das sind die Kriege halt schneller zu gewinnen. Ja, aber da kann man theoretisch auch mehr Omage reinpacken. Wenn man viele Ritter hat, Militärakademien, das ist so das, was ich auch bauen würde. Ja, ja. Aber die Ritter kommen ja eh mit der Zeit. Also je höher das Reich und gut, was man baut. Das stimmt wohl. Naja. Aber ansonsten königliche Reservate, Steuern. Und Entwicklungszuwachs und Volksmeinung. Nee, also wird Marken, ich sag mal so, das beide Wichtigste finde ich sind entweder Marken oder königliche Rüstkammern. Ich habe wieder mehr. Ich habe zu viele Bogenkämpfer. Warum habe ich so viel? Ach, weil er das gebaut hat. Ja. Aber er, muss sagen, es wird übernommen. Ja, ja, ja. Ich bin auch schon wieder am Aufstock mit meinem Kriegsvolk, damit ich da endlich wieder ein bisschen im Plus bin, weil ich muss unbedingt wieder Dynastie überhaupt werden, um mein Dings zu. Ach, bin wieder Dynastie überhaupt. Ich kann meinen Sohn enterben. Ach, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Ich bin auch Dynastie überhaupt, oder nicht? Aber man soll so ländlich ein bisschen was bauen. Ich bin nicht Dynastie überhaupt. Weil er mehr Truppen hat als ich. Oh, ich bin schon. Sehr gut. Ja, ich bin nicht Dynastie überhaupt. Ich habe leider noch kein Vermächtnis. Aber wird mit der Zeit. Na gut, dann entlasse ich euch heute oder hier aus dieser Folge und wir sehen uns dann wieder. Es läuft, ja. Aufbau begriffen. Ciao.